Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, geilen Tag und freue mich, dass ihr mit hier am Start seid. Und heute möchte ich euch ein wenig informieren, gerade was Preseason angeht. Da gibt es immer wieder ja einige Sachen, die doch einige Leute sehr, sehr erzürnen. Und ich möchte euch heute gerne darüber aufklären und ebenfalls zu einer Diskussion einladen. Wir fangen das ganze Thema folgenderweise an. Und zwar ist es nämlich so, dass jetzt mit der neuen Preseason so ein bisschen die LP ins Schwanken gekommen ist. Das heißt, was ist passiert? Wir haben Grandmaster dazu bekommen, zwischen Master und Challenger, und ebenfalls auch Eisen, das heißt unter Bronze. Ja, oder wie einige sagen, Bronze. Das hört sich immer komplett kacke an. Aber okay, ja. Und das Problem ist jetzt, dass einige Spieler, und ich habe es am eigenen Leib erfahren müssen, wenig LP bekommen, sogar sehr wenig und super viel LP verlieren. Das heißt, ich, der gute Tobi, habe immer so plus 21, plus 22 bekommen und minus 17, minus 18. Man kann gut climben, ist auf jeden Fall ganz nett und ist wirklich okay. Auf einmal kommt die Preseason, ich werde nach Diamond 4 gepackt, ja. Riot nimmt Tobi und schiebt ihn nach Diamond 4, was auf dem Papier erstmal cool klingt, im Endeffekt jetzt aber das neue Diamond 5 ist. Aber das Problem ist, Tobi spielt ein Spiel, ja, League of Legends, und ein Ranked und verliert. Beziehungsweise, nee, erstmal gewinnt er. Er carried übelst heftig die Runde. Es waren 40, 45 Minuten Kampf, wo ich 1v9 gemacht habe. Und dann bekommt Tobi, ich glaube, da gibt es noch einen Clip von, plus 15 oder 16 LP. Das war richtig scheiße. Das war richtig, 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 richtig scheiße. Also das war eine komplette Katastrophe. Und Tobi hat sich gedacht, okay, das Beste, was wir jetzt machen kann, ist dodgen erstmal. Ne? Klar, wir kennen, Tobi ist dodge und so weiter. Aber ich habe gesagt, okay, eigentlich wurde ich überredet. Spiel nochmal ein Spiel und guck, wie viel du verlierst. Ne? Oder ne, vielleicht kriegst du ja nächstes Game mehr, so nach dem Motto. Ich habe ein neues Game gemacht, habe verloren, wie es natürlich klar war. Minus, ich glaube, es waren sogar 22 oder 21 LP. Plus 15, minus 22. Mua. Richtig, 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 richtig geil. Mit so einem LP-Gain kann man nicht climben. Das geht nicht. Ist nicht möglich. Ja, und es gibt wahrscheinlich viele von euch, die dasselbe Problem haben. Ja, und ich glaube, ich weiß, woran dieses Problem liegt. Denn das ist vor allem bei Spielern, die in den 5er-Divisionen waren. Riot hat sich gesagt, okay, Tobis Hardstack Diamond 5. Wir nehmen Tobi und schieben ihn nach Diamond 4. Super cool. Super toll, super nett. Das Problem ist, was Riot vergessen hat, es gibt ja noch das Matchmaking Rating. Ja, das MMR oder die MMR, wie man es auch sagen möchte, Hidden Elo System. Ja, für alle, die nicht wissen, was es ist, schaut euch mein Dodge Meme Pro Video an, da erkläre ich das. Auf jeden Fall hat Riot, ich glaube, so kann ich es mir erklären, vergessen, die MMR hinterherzuschieben. Das heißt, Rechenbeispiel, Tobi hatte eine Elo von 2000 und eine MMR von 2000. Tobi wurde jetzt nach 2100, also nach Diamant 4 geschoben, aber die MMR ist immer noch bei 2000. Das heißt, klar, wir kriegen jetzt richtig wenig LP, weil wir immer noch eine scheiß MMR jetzt haben oder auf einmal eine scheiß MMR. Ich glaube, das ist das Problem, so würde ich es mir auf jeden Fall erklären und ich denke, vielen von euch geht es ebenfalls so. Ich habe allerdings auch gehört, dass einige Leute sogar mehr LP bekommen als vorher. Ja, sowas soll es auch geben, Gerüchten, ich kann es nicht bestätigen, aber ich habe einige Leute gehört, die davon erzählt haben in einigen Sagen und Geschichten und Legenden. Ja, vielleicht müssen wir hier Galileo Mystery, Ayman Abdallah mit dazu holen oder X-Faktor, ich weiß es nicht. Na, falls das bei euch der Fall ist, könnt ihr ja mal gerne eure Umstände klären, in welcher Elo ihr wart, etc. Das Ding ist, dafür ist die Preseason allerdings da. Die Preseason ist da, um solche Probleme zu klären. Ja, es ist jetzt halt passiert, es ist jetzt kacke und Riot hat auch gesagt, sie werden das nicht fixen. Nicht jetzt in der Preseason. Ja, daran wird nichts geändert. Das heißt, wenn ihr nach wie vor climben wollt, so wie ich. Ich versuche gerade extrem zu ranken wieder, mehr als in der Season teilweise. Und es lohnt sich ja auch, weil ihr dann nächste Season höher anfangen könnt. Müsst ihr eure MR fixen. Ihr müsst dodgen, ja. Klar, jetzt kommen mir die Leute, die sagen, ja, ihr könnt auch einfach 10 Spiele in Folge gewinnen. Aber das macht echt wenig Spaß, wenn man plus 15, minus 21 bekommt. Das sage ich euch. Aber euch überlassen, wie ihr das machen möchtet. Für alle, die sich jetzt fragen, Herr Tobi, was ist denn das Dodgen? Unten in der Beschreibung einen Link reingepackt, da könnt ihr das Ganze nochmal nachschauen. Ja, also wie gesagt, es ist doof, dass es jetzt in der Preseason passiert ist. Dafür ist die Preseason allerdings da, damit sowas dann in der neuen Season nämlich nicht passiert. Das ist der Grund dabei. Es gibt auch noch eine zweite Sache, mit der ich über euch reden möchte. Eigentlich gibt es noch eine. Und zwar neue Accounts. Nehmen wir an, Gisela.
Ja, Gisela möchte League of Legends spielen. Sie installiert es, sie sieht die Werbung von League of Legends, installierte sich und levelt erstmal. Ja, sie levelt von 1, 2, 3 bis 30, ja. Gisela nennt sich in-game Turbo Gisela und spielt Garen. Turbo Gisela auf Garen. GG. Richtig geil. Ja, sie wird Level 30 und denkt sich so, wie wär's mit Ranked? Sie spielt Ranked und sie macht ihre Placement-Games, also so wie es jetzt aktuell ist, ja, und kommt in Silber 3. Eigentlich spielt sie gar nicht wie Silber 3, aber sie ist da gelandet irgendwie. Weiß man auch nicht. Und Turbo Gisela spielt und spielt und spielt, aber sie verliert. Ja, da sind auch ein paar Smurfs unterwegs, ist nicht so geil. Und ja, sie droppt einfach und nach Silber 4. Jetzt spielt sie weiter und sie droppt nach Bronze 1. Nach Bronze 2, 3, 4, Eisen 1, Eisen 2. Ja, Eisen 2, da gehört Turbo Gisela hin. Sie ist jetzt also sehr, sehr weit nach unten gedroppt. Es war ein super frustrierender Weg und eigentlich hat Turbo Gisela gar keinen Bock mehr auf League of Legends. Klingt irgendwie wie so eine Geschichte oder so. Ja, Turbo Gisela keine Lust mehr, nimmt das, die Verknüpfung und schiebt sie in den Papierkorb. Dadurch wird League of Legends zwar nicht deinstalliert, aber erstmal optisch weg, ne? Also, was ich euch damit sagen möchte, ist, dass Spieler halt dadurch sehr frustriert werden können durch dieses System und es nicht viel Spaß macht für diese Spieler. Und deswegen ist es ab sofort so, dass, Achtung, neue Accounts, die vorher noch nicht eingerankt waren, in Eisen landen werden. Ja, sie werden in Eisen eingerankt, damit genau so etwas nicht passiert und sie dann von dort aus hochclimben können. Das heißt, wenn ihr jetzt natürlich, wenn Turbo Gisela so wie Gold spielt und in Eisen gelangt quasi nach den Placements, dann muss sie sich halt hochspielen, ja. Nach Bronze oder auch nach Bronze, einige sagen auch immer Bronze, das klingt total dumm. Aber, naja, ne, Bronze, auf jeden Fall, naja, die climbt dann hoch, dann nach Silber und dann nach Gold. Auch Smurfs werden natürlich dort landen. Und aktuell ist es leider so, dass sie viel zu lange grinden müssen. Ja, das heißt, sie müssen wirklich lange climben, die Smurfs. Und das ist ein bisschen scheiße. Das ist das aktuelle Problem. Und das soll auch bald dann in der neuen Season verbessert werden. Zu Patch 7.1. Ne, 9.1. 9.1 ist es. Das bedeutet, es wird noch geguckt, wie es geändert werden soll. Aber, dass ihr sobald ihr quasi, also ihr sollt aggressiver durch die Games, durch die Promotions skippen. Also, dass ihr, ne, zum Beispiel Silber 2 skippt und direkt von Silber 3 nach Silber 1 kommt und so weiter. Das heißt, Promotions skippen soll aggressiver sein. Und eventuell, dass ihr nach einer Promotion Bonus-LP für die nächsten Games bekommt. Und ebenfalls, was aktuell ein Problem ist, habt ihr bestimmt immer schon mal gesehen, dass diese Spieler eine extrem hohe MMR haben meistens. Das heißt, es kann sein, dass ihr als Gold oder ihr seid ein Diamantspieler und habt aber einen Gold-Ultra-Smurf bei euch im Team. Weil der einfach eine Diamant-MMR hat. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Oder vielleicht ein Silberspieler in einem Platin-Game. Na, also so wirklich gute Spieler. Und das soll ebenfalls verhindert werden, indem diese Smurfs jetzt noch mehr LP bekommen. Ja, dass die MMR und LP nicht zu weit auseinander gehen. Das heißt, es kann sein, dass Smurfs in der neuen Season bestimmt so 40, 45 LP oder sowas pro Game dazu bekommen. Vielleicht sogar 50, weiß man nicht. Ich will jetzt auch nicht zu viel sagen. Das soll auf jeden Fall das Ziel sein. Klar, es ist dann erstmal doof, dass Smurfs dann halt unten in Eisen sind, ne? Die müssen sich hochklimmen durch die ganzen Spiele. Aber jetzt muss man natürlich sagen, zum einen ist es natürlich dann auch so, dass vielleicht die Leute auch nicht mehr ganz so motiviert werden, Smurfs zu machen. Ne? Dann... Also es gibt ja zwei Arten von Smurfs, drei Arten. Die ersten sind einfach so welche wie mich, so Personen wie mich, die so Streamer sind, wie mir, wie mich. Okay, ist ja auch egal, whatever. Ja, jetzt können die ganz schön, Tobi, ist halt so und so. Ja, also die einfach einen neuen Account brauchen und den nutzen halt, ne. Dann gibt es halt welche, die wollen halt unbedingt den Eisen smurfen oder so, ne, finden sie lustig. Und dann gibt es natürlich die, und für die ist es nämlich jetzt useless geworden. Ja, da habe ich auch schon öfter gehört, ja, sie sind tryharden, sind mit ihrem Main aber in Bronze geplaced worden und wollen dann natürlich nochmal einen neuen Account, um vielleicht in Gold geplaced zu werden, ne? Das macht natürlich absolut gar keinen Sinn mehr jetzt, also falls es Leute von euch gibt, die das versuchen, bitte versucht das nicht zu machen und nachzudenken. Das lohnt sich nicht. Ich finde grundsätzlich die Idee auf jeden Fall cool, denn aktuell hast du auch so ein bisschen das Problem, dass in Gold, da werden nämlich alle Smurfs eingerankt, das ist eine Smurf-Elo. Gold 5, Gold 4, Gold 3 ist noch okay. Aber Gold 1 und 2 sind extrem viele Smurfs. Und diese Elo ist halt schwieriger als irgendwie Platin 5, 4 und 3. Würde ich persönlich sagen. Aber ja, man muss natürlich schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Weil sie sich natürlich von unten her hochspielen müssen. Aber natürlich sehr aggressiv die Divisionen skippen werden.
Ne? Da muss man mal sehen, wie das Ganze läuft. Ihr könnt mir natürlich absolut gerne auch eure Meinung dazu droppen, ob ihr findet, das ist cool oder nicht. Den letzten Punkt, den ich mit euch bereden möchte, das ist die Preseason. Wie findet ihr die aktuelle Preseason? Ich muss definitiv sagen, ich habe schon sehr viele Preseasons miterlebt. Und auch wenn das jetzt erstmal härter klingt, als es eigentlich klingen sollte, diese Preseason ist wahrscheinlich die langweiligste. Das heißt, zum Beispiel in den letzten Preseasons war es immer so, dass du das League of Legends Spiel neu entdeckt hast. Das heißt, es gab neue Items, neue Jungle Items, neue Support Items. Es gab meistens, ich glaube, jede Season einen komplett neuen Jungle. Und du bist in den Jungle gegangen und hast so gedacht, oh mein Gott, hier ist sowas und da, oh mein Gott, und heftig. Und du warst so richtig, ja, voller Energie, voller Elan und hast so ein bisschen, ne? Und jetzt die Preseason, ja, es gibt Tower Plates und mehr Kopfgeld und das war's eigentlich mehr oder weniger. Versteht mich nicht falsch, ich liebe die Tower Plates. Also ich glaube schon, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich liebe sie. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Mechanik, definitiv. Nur ist es halt dieses Mal jetzt nicht so dieser Elan wie aus den vergangenen Seasons. Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, man kann es den League of Legends Spielern nie recht machen. Ja, es wird jetzt einige von euch geben, die ebenfalls so sind, ja, ist gar nicht so geil die Preseason und hey, was ist da eigentlich los? Das sind aber wahrscheinlich genau die gleichen Leute, die dann, nämlich wo die Chaos-Meta war und du alles auf der Botlane spielen konntest, gesagt haben, ja ey, League of Legends ist viel zu schnell, verändert sich alle zwei Wochen, voll kacke, ich will so viele Änderungen gar nicht, und du kannst es den Leuten halt im Endeffekt nie recht machen. Und dadurch, dass sie halt so viele Änderungen abbekommen haben in dieser Chaos-Meta, hat sich Riot wahrscheinlich jetzt auch gedacht, okay, wir gehen das Ganze ein bisschen langsamer an, ein bisschen mit Samthandschuhen und machen nicht ganz so viele Änderungen. Ich muss für meinen Teil definitiv sagen, ich kann mich daran erinnern, dass in der letzten Season super viel getrollt wurde, in der letzten Preseason, und du nahezu gar nicht spielen konntest. In dieser Preseason habe ich das Gefühl, geht es echt noch gut klar. Du kannst ordentlich ranken, es ist kein Problem. Also klar hast du Leute, die keinen Bock auf League haben, die hast du aber immer. Und jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und die nicht gewinnen wollen und ne, die Preseason sagen und ein bisschen trollen. Aber es ist nicht ganz so heftig wie in den letzten Seasons. Sagt mir wirklich, ich würde mich absolut über eure Kommentare freuen. Wie seht ihr die Preseason? Grundsätzlich gefällt sie euch nicht? Findet ihr es okay, wenn nicht ganz viele Änderungen dabei sind? Und nutzt ihr die Preseason zum Besserwerden, zum Climben oder eher zum Ausprobieren oder zum Chillen und spielt gar nicht League of Legends? Ich würde mich echt freuen über Kommentare. Ich werde alle Kommentare lesen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.